You know what's clutch. Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchdown-Blog. Mein Name ist Pascal und das wird heute ein kleiner Solo-Run von mir. Timo hat's versucht, heute dabei zu sein, hat die Stimme von ihm hat nicht mitgemacht, hat sich ein bisschen erkältet unter der Woche. Vielleicht machen wir einen Spenden-Button auf unserem Blog, so dann können wir mal alle zusammenlegen, damit der Junge sich mal ein paar vernünftige Abwehrmittel kaufen kann, falls es sowas gibt. Und ja, aber an dieser Stelle nochmal gute Besserung. Nächste Woche ist er wieder dabei. Denke ich, hoffe ich. Dennoch, ich meine, die Fragen gibt's oder die Fragen wurden schon gestern am Donnerstag gestellt, zumindest die meisten davon, und deswegen können wir das jetzt nicht noch einen Tag verschieben, weil wenn ihr das, oder die meisten werden das halt dann am Samstag hören, von daher ist das schon gar nicht mehr so brandaktuell. Über die Nacht kann sich ja auch noch viel tun. Das haben wir bei den letzten Podcasts mal gesehen mit den Trades. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, der Dion Waiters Trade war auch eine Sache. Was auch immer. Also da kann auch eine Menge passieren. Heute werden auf jeden Fall ein bisschen eure Fragen beantwortet. Und den Beginn macht Sören Zielke mit einer Frage zum amtierenden Champ. Er will wissen, im Grunde eine Prognose zur restlichen Saison von den San Antonio Spurs und mal so eine Analyse der bisher vergangenen Saison bis zum heutigen Tag. Und ja, jetzt könnte ich ja sagen, ich habe es ja vorher gesagt, aber das war im Grunde nur ein blöder Tipp von mir, dass die Spurs nach den zwei Jahren, die sie letztendlich gehabt haben, einen kleinen Championship-Hangover haben werden, beziehungsweise in der Regular Season wahrscheinlich nicht alles geben können, was sie gerne wollen. Und ja, das sehen wir ja, oder das haben wir, glaube ich, jetzt auch phasenweise gesehen. Natürlich kam auch Verletzungen dazu. Ich meine, Patty Mills ist jetzt seit kurzem erst wieder dabei. Und Tony Parker hat auch 33 Spiele nur absolvieren können. Kawhi Leonard 29, und das muss man halt auch erstmal wegstecken. Wenn Kyle Anderson, ein Rookie, 8 Spiele starten muss, hat man wahrscheinlich Probleme. Matt Bonner, 17 Spiele war er Starter. Das ist natürlich nicht so das Gelbe vom Ei. Und zu allem Übel oder gerade auch resultierend aus diesen Sachen laufen bestimmte Sachen, die die Spurs über die letzten Jahre halt stark gemacht haben oder hat, nicht mehr so, wie man es gewohnt ist im Grunde, kann man ja schon so sagen. Allen voran ist das so, was mir aufgefallen ist, die Offensive. Ich meine mich erinnern zu können, dass die Spurs da in der vergangenen Saison ein Top-3-Team bei der Offensiveffizienz gewesen sind. In einem Jahr davor waren sie auch auf jeden Fall Top 10, wo genau weiß ich jetzt nicht. Und dieses Jahr sind sie halt ja auf Platz 12. Das ist jetzt nichts, wo man sich für schämen muss. Zu einem Übel sind ja dann auch noch so Mannschaften wie Chicago, Memphis, jetzt auch Atlanta, ne, Spurs Light aus dem Osten, sind jetzt tatsächlich vor den Spurs, was vielleicht jetzt auch nicht von Dauer sein wird. Aber ich glaube, das war so eine Sache, wo es bisher so ein bisschen dran gehakt hat. Das ist natürlich ein Resultat der ganzen Verletzung oder eine Folge der Verletzung. Und ja, Pop ist ja auch immer noch Pop. Also wenn er keinen Bock hat, seine Stars, in Anführungsstrichen Stars, alternden Stars, wie auch immer, ich will mich da nicht festnageln lassen, wenn er keinen Bock hat, die spielen zu lassen, dann lässt er sie halt nicht spielen. Und ich finde, dass man bisher durchaus zufrieden sein kann. Ich meine, man ist jetzt Sechster im Westen, hat 30 Spiele gewonnen, ich meine, so viel wie Dallas, und Dallas haben wir ja, mir inklusive, haben wir ja schon zum Contender hochgeredet, und Probleme sind aber ähnlich. Also ich meine, nein, nicht ähnlich, also Dallas hat ähnlich schlecht, sage ich jetzt mal, wie die Spurs in der eigenen Division bisher gespielt. Das ist so eine Sache, die war ich persönlich nicht von den Spurs gewohnt, dass sie wirklich 4-6 gegen die eigene Southwest Division gewesen sind. Oder jetzt, wie sie es jetzt aktuell sind. Das ist, glaube ich, so eine Anomalie, die, ja, ich meine, New Orleans ist
besser als die Spurs, Houston, Memphis. Im Grunde sind sie mit Dallas schlusslich in dieser einen Kategorie. Da soll man, das sind ja 10 Spiele, soll man jetzt auch nicht so viel reininterpretieren, aber ungewöhnlich. Auswärts auch. Von 23 Spielen haben sie 11 verloren. Ja. Ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Es ist halt immer das Problem, so im Osten werden sie wahrscheinlich, würden sie wahrscheinlich wieder da total mit wie ein warmes Messer durch ein Stück Butter gehen, aber jetzt klar, im Westen struggelt man dann und, aber das struggelt, kriegt das nicht wirklich hin, Homecourt Advantage sich zu erspielen. Aber es geht ja definitiv bergauf. Ich meine, Dallas ist ja so ein bisschen im Abwärtstrend. New Orleans wird wahrscheinlich immer irgendwie so ein, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich am Ende der Saison so ein 43, 39 Team sein und die Spurs sind ja im absoluten, haben ja Aufwind, also die letzten 10 Spiele, 8 davon gewonnen, Timmy ist ein All-Star. Die Defensive funktioniert da tatsächlich auch gut, muss man ja auch mal an dieser Stelle sagen. Da sind die Spurs halt in der Effizienz auf jeden Fall Top 5. Ähnlich wie Atlanta, und bei Atlanta glaube ich, dass es ein bisschen trügerisch sein kann. Den Spurs traue ich das zu, dass sie das definitiv beibehalten können und auch mit in die Playoffs nehmen. Und am Ende des Tages ist ja eh der Westen. Also ich weiß nicht, Pop wird wahrscheinlich jetzt, spätestens jetzt gemerkt haben, dass es mit Platz 1 auf jeden Fall gar nichts mehr wird. Und man nimmt es einfach so hin, wie es dann halt kommt. Also Homecourt Advantage ist schön, aber ich glaube, die Spurs brauchen sich jetzt auch nicht wirklich vor irgendjemandem verstecken. Also da kann auch ruhig mal 6 Siege reichen. Und von daher glaube ich einfach, das wird ähnlich so weitergehen mit einem ähnlichen Rekord. Und ich glaube, mehr als Platz 5 machen sie dann auch nicht, außer die packen jetzt wirklich in super Run aufs Parkett. Aber ja, ich würde mal sagen, Platz 6, Platz 5, sowas. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Hoffentlich bleiben alle fit. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Nächste Frage, auch wieder zu den Playoffs, mehr oder weniger, eher mehr als weniger, von Paul Neuhaus: Bleibt Milwaukee auf einem Playoff-Platz? Und da sage ich mittlerweile absolut, ist die beste Bank der Liga, haben eine ausbalancierte Offensive, wo jeder mal 20 Punkte machen kann, sei es ein Chris Middleton, OJ Mayo, wen haben wir denn da noch? Ja, Brandon Knight natürlich auch, Giannis und nee, also ich mag die Bucks und ich wurde ja da auch ein bisschen belächelt für, als ich gesagt habe, Milwaukee ist im Grunde nicht so weit von den Playoffs entfernt, wenn sie ihre Rotation auf die Reihe kriegen. Also wenn man diese komische Kombination von Spielern, die eigentlich sich auf dem Papier mehr oder weniger die Spielzeit wegnehmen müssten. Gut, jetzt kann man sagen, Parker hat sich verletzt, ne? Dadurch wurden schon mal eine Menge Minuten frei. Nate Walters haben sie abgegeben, Kendall Marshall ist jetzt verletzt und deswegen wird der Backcourt da auch nochmal extrem ausgedünnt. Also ja, die waren, da sieht man mal, wie tief die Bucks auch wirklich sind. Trotz allem haben sie die beste Bank der Liga. Defensiv absolut vernünftig und also war das vernünftig, richtig gut. Und das, obwohl Larry Sanders ja seine, ich weiß ja nicht, was er hat, seine Marihuana-Probleme oder was auch immer. Ja, offensiv muss man halt sehen. Also es ist zwar recht ausbalanciert, das schon, aber ich glaube, das könnte ein Problem werden. Spätestens wird es ein Problem in den Playoffs, davon gehe ich aus, aber mein Gott, die spielen im Osten. Was soll da jetzt noch schief gehen? Also wenn man sich mal Miami, Brooklyn, Charlotte anguckt, die da so hinter sind, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass die Bucks noch auf Platz 9 abrutschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und am Ende des Jahres kann ich ja mir dann ja wieder auf die Schulter klopfen und habe ähnlich wie letztes Jahr mit Washington und Charlotte so eine kleine Cinderella-Story vorhergesagt, beziehungsweise ich habe Milwaukee ja vor der Saison bescheinigt, dass sie das Potenzial dazu haben würden. Ja. Das reicht mir. mit unserem beziehungsweise meinem Lieblingsthema Team-Thema geht's jetzt weiter. Ah, ihr könntet nicht sein lassen, ne? Reicht ja schon, dass wir von alleine über das Team fast wöchentlich sprechen. Jetzt kommen auch noch Fragen dazu. Aber nichts gegen den Roland Fischer, der die Frage gestellt hat, der kann da ja nichts für. Ist auch eine berechtigte Frage. Mich würde mal eure Meinung über die Situation in Oklahoma interessieren. Denkt ihr, die Thunder schaffen noch die Playoffs nach den letzten paar Niederlagen?
Und ist die ISO-lastige Offense bei dem Talent der Thunder wirklich das gewinnbringendste System oder sollte man dort doch mal über die Personalie Scott Brooks nachdenken? Ja, ich finde, Lauren hat in seiner Frage schon viele Sachen angesprochen, die ja seit Jahren schon irgendwie im Raum stehen, die aber bisher noch nicht so wirklich ernsthaft thematisiert wurden, sagen wir es mal so. Zumindest immer nur von den Medien. Ich glaube, teamintern wurde das halt nie so gesehen. Rollen wir die Frage mal von vorne auf. Also, schaffen die Thunder noch die Playoffs nach den letzten paar Niederlagen? Da komme ich gleich auch noch zu. Ich glaube tatsächlich, dass sie die Playoffs noch schaffen. Punkt. Begründung sage ich dann gleich eventuell nochmal bei der nächsten Frage. Und ist die ISO oder ISO, mein Gott, diese Anglizismen, lastige Offense bei dem Talent der Thunder wirklich das gewinnbringendste System? Es ist ja nicht so, dass nur Isolations gelaufen werden. Ne? Es ist ja auch mal Pick and Roll, mal ein Pin-Down-Play. Und ich bin wirklich kein großer Taktiker. Ich erkenne natürlich so ein paar Grundzüge, natürlich, definitiv. Aber selbst für mich als Taktikmuffel wirkt das Playbook der Thunder schon recht dünn. Sagen wir mal so. Und ich glaube, dass man bei dem Talent, das man hat, und ich glaube, dass man damit Russell, und jetzt werden einige Leute lachen, aber auch KD und von mir ist auch Serge Ibaka, Leute hat, die schon auch Basketball verstanden haben, also die nicht einen komplett niedrigen Basketball-IQ haben. Von daher, ich glaube, da wäre mehr drin. Das ist aber bei vielen Vereinen so. Da muss ich jetzt nochmal Scott Brooks in Schutz nehmen. Also bei Teams, die sich über die Defense definieren, und das sind die Thunder nach wie vor, das lässt sich auch aktuell an den Metriken ablesen. Klar haben sie diesen One-Two-Punch in der Offensive, worauf man sich ja irgendwo verlassen kann, aber die Defensive ist ja im Grunde das, wo der Erfolg bei den Thunder starten soll. So kommt mir das zumindest vor. Also so seit 4 Jahren oder so. Und da ist Scott Brooks meiner Meinung nach auch das, was er ohne KD und Russell da aufs Parkett gestellt hat, ein Coach, der durchaus auch Respekt verdient. Weil, mein Gott, ähnliche Sachen, was war denn mit Tom Thibodeau so in den letzten Jahren? So ohne Rose, klar, fehlt dann irgendwo ein Stück weit auch das Spielermaterial. Aber da hieß es ja auch schon häufig mal, dass er eher so ein Defensivgenie ist, das in der Offensive aber nicht wirklich was Gescheites auf die Reihe kriegen kann. Und von daher, naja, Scott Brooks ist für mich definitiv keiner der besten Trainer der Liga, sollte sich vielleicht auch mal dann ein paar andere Assistenztrainer besorgen, die vielleicht da ein bisschen was ausarbeiten können, weil gerade in den Playoffs wird es halt wieder extrem schwierig. Wenn man Iso-KD gegen Tony Allen hat, dann geht's halt auch mal über 7 Spiele. So muss man einfach so sagen. Das ist, das kann natürlich gut gehen, das kann aber auch in einer 5 Field Goals von 20 Nacht enden. Also das kann man, glaube ich, bei so einem Matchup ganz schwer vorhersagen, wo der einer der besten Verteidiger gegen den wahrscheinlich den besten Offensivspieler der Welt aneinander geraten. Scott Brooks einfach machen lassen, der ist beim Team beliebt, der hat sein Team auch schon mal in die Finals geführt, weil ist ein Coach of the Year. Ich mache mich natürlich schon mal über ihn lustig, weil so einige Crunch-Time-Spielzüge, da sehe ich halt überhaupt nichts drin, außer gib Russell oder KD den Ball in der Hand und die machen dann schon was. Ich weiß nicht, wie oft da was Gutes bei rauskommt. Ich habe das Gefühl, da kommt so in einem von 5 Fällen mal was Gutes bei raus, aber ich meine, lassen wir das. Das ist jetzt auch wieder Klatschen, das ist ja auch ein Stück weit ein Mythos. So klar kann Damian Lillard, weiß ich nicht, der hat dann wahrscheinlich keine schwitzigen Hände oder so, wenn er einen Wurf nimmt. Und ich glaube, Russ hat die auch nicht, aber mein Gott, wenn er reingeht, dann geht er rein und dann ist jeder irgendwie ein Held. Und wenn nicht, ist irgendwie jeder der Buhmann. Also da muss ich jetzt auch, da erwische ich mich aber auch selbst immer bei, dass ich da ein bisschen zu undifferenziert rangehe. Von daher, Scott Brooks machen lassen und dann, wenn ein neuer Vertrag ansteht,
dann mal definitiv vielleicht die Personalie überdenken, wenn bis dahin kein Titel gewonnen worden ist. Aber dann kann sich das Front Office oder die Ownership meiner Meinung nach auch eine Scheibe von der Schuld abschneiden. Was sagt ihr zur Personalie, mein Gott, Ray Allen? Wo geht er eurer Meinung nach hin? Und wird dieses Team schon in den Playoffs oder vor den Playoffs zuschlagen? Definitiv. Und wo würde er am besten hinpassen? Von Marcel Brunner. Oder Bruno. Ja, Ray Allen, was soll man dazu sagen? Ist einer der besten Shooter aller Zeiten. Ich habe den hart gefeiert, muss ich echt sagen. Ist wirklich einer, obwohl er so lange im Celtics Grün gespielt hat, einer meiner All-Time-Lieblingsspieler. Wäre auf jeden Fall irgendwo in den Top 20. Was bei meinem fortgeschrittenen Alter ja schon was heißen will. Und ja, also Ray Allen, absolut cooler Typ. Geht er eurer Meinung nach hin? Ich glaube ja immer noch Cleveland. Trotz JR. Und da weiß ich nicht, ob das zu 100% die beste Entscheidung wäre, weil da kommen wir auch gleich noch zu, was JR kann oder was er nicht kann oder warum und weshalb, weswegen. Vor den Playoffs sicherlich, weil ein bisschen muss man sich ja dann doch noch irgendwie aufeinander abstimmen. Aber ich würde ihn tatsächlich echt gerne bei den Wizards sehen. Warum? Ich finde, also ich finde das einfach furchtbar sympathisch, wenn man diesen aufstrebenden Backcourt aus Wall und Beal hätte, die auch in den Playoffs enormen Minuten abreißen werden. Aber so dann mal, wenn es wirklich hakt und wenn wirklich mal, weiß nicht, die Wizards in Rückstand sind, da hast du da Andre Miller, den Professor, als Backup. Hast du noch einen Ray Allen? Hast du einen Ray Allen, den du in, wenn du irgendwie einen Dreier brauchst, also zu irgendeiner Crunch-Time-Situation und du bist ich weiß es nicht, mit drei hinten, musst irgendwie ausgleichen. Dann so ein Line-Up wie, ja gut, Wall, klar, der kreiert ja auch viele Dreier für andere. Wall, Beal, Pierce als Small Ball 4 und dann halt Ray Allen. Hätte was. Also ich bin natürlich den Wizards auch so ein bisschen positiv zugeneigt, aber ich würde das gerne sehen, auf jeden Fall. Nächste Frage. Oh ja, wir bleiben in Cleveland, ist ja super. Von Sebastian Schulz. Wie fandet ihr das Spiel von Kyrie Irving gegen Portland? War diese Einzelleistung besser als die von Klay Thompson gegen die Kings? Wow. Ja, das ist heftig, die Frage. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, nee, also Kyrie war schon irgendwie beeindruckender, so ohne LeBron so absolut in Beast Mode zu verfallen. Aber dann dachte ich mir, also so ein Viertel, 12 straight Minuten Basketball. Ich habe halt noch nie nicht mal ansatzweise irgendetwas Vergleichbares live oder aktiv jetzt so in den letzten Jahren, ja, ich die NBA ziemlich genau verfolge, miterlebt, wie das, was Klay Thompson da gemacht hat. Also das war Wahnsinn. Das hat auch einen absolut nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Und klar, Kyrie Kuss, allerdings erinnere ich mich auch, dass man, wie alt war er da? 19, 20, 21, ich weiß es nicht, Brandon Jennings hat auch mal 55 Punkte aufgelegt. Dann habe ich aus dem letzten Jahr noch wie viel waren das? Die über 62, glaube ich, von Melo im Kopf. Ich war ja damals auch live im Garden, als Steph Curry 54 aufgelegt hat. Das ist so eine Sache, die bleibt natürlich hängen, definitiv, aber das, was Klay einfach aufgrund dieser 12 Minuten am dritten Viertel, das hat einfach alles in meinem Kopf überschattet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin absolut jetzt auf den Kyrie Bandwagon aufgesprungen. Ich finde, ist ein Spieler, der absolut Potenzial hat, in, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren zur Liga-Elite zu gehören. Und ja, weiterhin an der Defense arbeiten. Ansonsten ist einer der besten, wenn ich, ne, ich sag lieber nur einer der besten scorenden Aufbauspieler, die Liga aktuell hat, und macht Spaß ihm zuzusehen, definitiv. Lorik Reda,
Wer holt sich eurer Meinung nach den 8. Platz in der Western Conference? Suns, Pelicans oder OKC? Ich habe eben gesagt, ich glaube immer noch, dass OKC die Playoffs schafft. Es wird spannender, als ich gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, als ich gehört habe, KD kommt relativ schnell zurück und Russell hat, glaube ich, auch ein, zwei Wochen früher den Weg zurück aufs Parkett gefunden, als es zum Verletzungszeitpunkt angekündigt gewesen ist. Da habe ich gedacht, komm, kann Phoenix schon mal in Deckung gehen, da die rasieren jetzt wieder die ganze Liga, aber dem ist ja nicht so gewesen. Jetzt ist KD wird auch ab und zu mal geschont. Gegen die Knicks hat man sich da natürlich ein bisschen verkalkuliert. Das war eine sehr bittere Niederlage, weil ich habe das glaube ich getweetet auch. Ich bin nachts wach geworden, habe dann noch ein bisschen das letzte Viertel Phoenix gegen Washington gesehen und dann dachte ich mir so, ja, das war natürlich jetzt bitter. Jetzt ist man wieder, selbst hat man verloren, der direkte Konkurrent hat einen gewonnen. Das ist doof. Und wie gesagt, es wird auf jeden Fall spannender als gedacht. Und ich glaube auch, dass Phoenix absolut bis zum Umfallen kämpfen wird. Aber ja, rein von der Qualität her müssen es die Thunder schon irgendwie schaffen. Nur, ja, also Pelicans, weiß ich nicht, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, die sind für mich einfach noch nicht so weit und noch ein bisschen zu abgefahren zusammengestellt, dass man die wirklich da in diesem starken Westen trotz AD wirklich da in die Playoffs hieven sollte, könnte, müsste und deswegen OKC. Bleib ich bei. Also, auch wenn Suns, ich habe jetzt hier Suns oder OKC stehen, das ist mir ein bisschen zu billig. Ich sag OKC. Sebastian Schulz möchte noch wissen, warum spielt J.R. Smith in Cleveland so viel besser? Tut er das? Also ja, doch schon irgendwie. Bei J.R. Smith ist so ein typischer Fall, du hast einen Spieler mit absolut starken Skills, so das muss man einfach mal so sagen, nicht immer durch Memes und durch 6-Sekunden-Videos irgendwie verwirren lassen. Der Typ hat echt Skill, der Typ kann vor allen Dingen auch shooten und das nicht schlecht. Und ich glaube, dass J.R. Smith im Grunde das gefehlt hat, was er in Cleveland jetzt vorfindet. Eine klare Rollenzuteilung, was man allein schon an seinen Stats ablesen kann. Der nimmt jetzt 8 Dreier. Cleveland braucht das. Cleveland war kein gutes 3-Punkte-Team oder ist kein gutes 3-Punkte-Team. So, das heißt, JR kommt auf den Platz. Du hast einen offenen Dreier? Nimm ihn. Zusätzlich kann man jetzt auch nochmal JR Smith in der Defense im Auge behalten, weil ich finde, da hat er definitiv auch Anlagen, um seinem Team definitiv zu helfen. Ja, und da muss man sehen. Also ich finde einfach, in New York war, glaube ich, so das Problem und das war ja auch in Denver so. Der hatte halt Mello neben sich und ich glaube schon, dass er das einordnen konnte, dass er nicht so gut ist wie Mello, aber ich glaube schon, dass er sich immer als zweitbesten Spieler im Team gesehen hat und weiß ich nicht, dann natürlich der Sixth Man Award, da war natürlich nochmal Balsam für die Seele, hat er einen schönen Vertrag unterschrieben, dann kamen diese ganzen Sachen, wurde er auch ein bisschen, also so kam mir das zumindest vor, er ist ja eher so ein Hitzkopf, so ein Knucklehead, ich weiß nicht, wie ich das am besten sagen soll. Und ich glaube, der lässt sich halt leicht ablenken. Und dann kam natürlich irgendwann Twitter, Instagram, dann lebt er in New York, postet den Hintern seiner Freundin, legt sich mit irgendwelchen Kiddies auf Twitter an, geht wahrscheinlich feiern, im Sommer ging er irgendwie mit 3 Mädels aufs Hotelzimmer, so ist ja alles cool. Ist ja nicht so, dass ich mit Scheuklappen durch die Welt laufe und denke, das macht nur J.R. Smith in der NBA. Aber ich glaube jetzt einfach, das hat er ja auch selbst gesagt, in Cleveland ist halt auch das Nachtleben nicht mehr so gut. Er fühlt sich so, als könnte er sich voll auf Basketball konzentrieren und hat eine klare Rolle. Findet eine Teamhierarchie vor mit dem besten Spieler der Welt on top. Spielt dann noch neben zwei guten oder All-Star-Kaliber-Spieler immer noch, also Kyrie und K-Love. Das ist der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte. Also Dreier trifft er relativ gut, so bei 8 Versuchen. Und ansonsten
Die Feldwurfquote, die ja veraltet ist, die ist natürlich immer noch verbesserungsfähig, aber wie gesagt, wenn man sich das Dreiervolumen dann anguckt, dann muss man sich nicht wundern, dass er von 13 Würfen nur 40% trifft, 8 davon sind Dreier, also da kann man ja in etwa dann ablesen. Nächste Frage, wieder von Sebastian Schulz. Rising Stars Game, klares Ding für die Internationals, euer Dunk- und Dreier-Contest-Favorit. Ja, All-Star, ich bin so ein bisschen, ich habe so ein bisschen die Schnauze voll, was das All-Star-Game angeht, so, weil es irgendwie jedes Jahr dasselbe und ich sag immer jedes Jahr, mich interessiert das alles nicht und ich reg mich da auch nicht drüber auf. Letztendlich tue ich es halt trotzdem und deswegen, ich glaube, dass die Internationals das machen werden. Ich glaube auch, dass ich meine, mich erinnern zu können, dass die einen enormen Größenvorteil haben werden. So, das heißt also, Rebounds würde mich nicht wundern, wenn die absolut dominieren werden und auch Second Chance Points bekommen, etc. Dunk und Dreier-Contest-Favorit. Beim Dunk sehe ich Zach LaVine. Einfach. Man hat im Sommer teilweise Sachen gesehen, die mich schon trotz der ganzen Vince Carter-Dunks und also nicht, Sean Kemp habe ich auch noch ein bisschen miterlebt. Also trotz den ganzen Dunks hat mich das schon noch ein bisschen begeistert, was LaVine da gemacht hat im Sommer und auf ihn freue ich mich. Beim Dreier-Contest ist es für mich Kyle Korver, weil Korver oder Curry, ich glaube eher Korver, weil der ist ja so verflucht heiß im Grunde von der Drei-Punkte-Linie, das geht ja auf keine Kurve mehr. Also Korver und LaVine. Dritte Frage von Sebastian Schulz. Was haltet ihr davon, dass LaMarcus Aldridge sich jetzt nicht operieren lässt und was bedeutet das für seine Free Agency? Ich habe ja schon mal bei diesem NBA Weekly News, bei dem zweiten Teil müsste das gewesen sein, habe ich ja geschrieben, dass LaMarcus eine Klausel in seinem Vertrag hat, die ihm eine Viertelmillion zusichert, wenn er denn das All-Star-Spiel macht. Und ich glaube, das ist ein nicht zu verachtender Grund, warum er sich jetzt nicht operieren lassen möchte, weil eine Viertelmillion ist, glaube ich, auch für einen NBA-Spieler nicht schlecht, vor allen Dingen, wenn man da irgendwo in New York nur 10 Minuten Einsatzzeit bekommt, im Grunde trotzdem eine Woche frei hat und hier und da einen Pressetermin, Autogrammstunde, was auch immer. Also ich glaube, das wird man halt gerne mitnehmen. Und so dramatisch scheint die Verletzung ja auch nicht zu sein. Spielt ja auch ziemlich gut. Und ja, er wird ja sowieso einen Max-Deal bekommen. Also so sehe ich das. Also ich weiß nicht, was da noch schief gehen soll, dass irgendeiner sagt, oh nee, der Marcus, der hat da diese Daumensache. Da lassen wir die Finger von. Also im Grunde, wenn Dallas die Chance hat, ich glaube, Dallas ist jetzt aufgrund der Gehaltsstruktur mehr oder weniger raus. Oder ja, irgendein Team Rebuild. Ich weiß jetzt nicht, wer für LaMarcus noch interessant wäre. Also die Knicks vielleicht. Die Lakers, ich habe keine Ahnung. Im Grunde glaube ich eh, dass es auf einen Maximalvertrag hinauslaufen wird und er wird wahrscheinlich eh in Portland bleiben. Also von daher, ich schätze seine Entscheidung, weil ich glaube auch nicht, dass es halt nur um diese $250.000 Dollar geht, sondern weil er auch einfach dafür sorgen will, dass die Trailblazers sich mit einem Heimvorteil für die Playoffs qualifizieren. Und er sieht, glaube ich, auch einfach, dass in diesem Jahr eine ganze Menge möglich ist, weil Wes Matthews ist auch in einem Contract Year. Das heißt, von ihm kann man auch ja die nötige Motivation erwarten. Und ich glaube, das zeigt er auch ganz gut. Und Damian Lillard, der wird jetzt auch seit gestern Nacht wieder enorm viel Motivation haben. Die Bank ist leicht verstärkt und von daher, ich würde sagen, das macht finanziell Sinn, das ist auch ein Stück weit rational erklärbar und ja, mein Gott, die Reha-Zeit wird sich wahrscheinlich verlängern. Das heißt, dann wird er wahrscheinlich nicht so früh ins Training einsteigen können im Sommer, aber ja gut. Wer weiß, wie viel LaMarcus Aldridge noch trainieren muss, weil einer der besten Power Forwards der Liga. Ich finde die Entscheidung gut. So, jetzt gehen die anonymen Fragen los. Ist die Mavs Bank zu schlecht für einen Contender? Ja, ich glaube, das ist das große Problem. Das ist das Problem, das man am Anfang der Saison noch nicht so krass hatte.
wenn mich nicht alles täuscht, dass man einfach auch mal Leute wie Chandler oder Dirk vor allen Dingen, also den Frontcourt im Grunde runternehmen konnte und dann halt Brandon Wright gebracht hat, seine 18 Minuten oder wie viel er da gespielt hat und dass der Laden einfach nicht gebrannt hat, also so im Gegenteil, so man hat da im Grunde ja sich nicht aus dem Spiel nehmen lassen und jetzt sehe ich das Problem halt, dass die Bank gerade auch so der Frontcourt, also wenn da so ein wie heißt er denn, Dwight Powell, ich muss mich noch ein bisschen an den an diesen neuen Namen in der NBA gewöhnen, wenn er da jetzt wirklich so ein stützender Bankpfeiler sein soll bei einem Contender, da will ich nicht auf die eine Personalie jetzt schieben, aber ich glaube schon, dass man nachbessern muss. Und ich glaube, das hat das Front Office auch definitiv gemerkt und ich glaube, da arbeitet das Front Office jetzt auch gerade dran. Und ja, Jermaine O'Neal ist für mich nur eine Frage der Zeit, bis er bei den Mavs als neuer Chandler-Backup wäre dann vorgestellt wird. Frage Nummer 11 ist eine These. Hassan Whitesides Leistungen sind nur eine Momentaufnahme. In Klammern bin Heat-Fan, hoffe also das Gegenteil. Ich weiß nicht, was daran eine Momentaufnahme sein soll. Weil Ringbeschützer sind immer gut. Wenn du mal einen Offensiv-Rebound holst oder mal einen Lob verwerten kannst, das ist ja auch im Grunde das, was weswegen die Andre Jordan im Sommer einen Maximalvertrag bekommen wird. Natürlich ist Whitesides Produktion und auch seine Leistung noch nicht die eines DeAndre Jordans, aber bei ihm ist es einfach so krass beobachten, dass wie krass auch so eine Entscheidung oder so ein Durchbruch situationsbedingt ist, weil die Heat haben einfach seit LeBrons Ankunft, glaube ich, damals keinen wirklichen Ringbeschützer gehabt. So, keinen, weiß ich nicht, mobilen, agilen Big Man, der den Ring beschützt hat. Ich meine, klar, Chris Bosh hat ja viel als 5 in Anführungsstrichen gespielt und kann die ja auch definitiv verteidigen an seine Gegenspieler. Aber Whiteside ist einfach so dieser Typ, Tyson Chandler, DeAndre Jordan, wer fällt mir noch ein? Mason Plumlee, gut, Mason Plumlee, da möchte ich eigentlich wenig drüber reden. Recht schnell, Fast Break, Block, Ringbeschützen, Dank. Und immer wenn ein Team das braucht, wird, glaube ich, Whiteside durchaus ein Borderline-Starter bis hin zum Starter halt sein. Und ein All-Star wird er wahrscheinlich nicht, aber ich glaube nicht, dass seine Leistung eine Momentaufnahme ist, weil das ist das, was die Heat brauchen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, deswegen wird er auch bei den Heat, ja, 2 Jahre Vertrag hat er jetzt, in den nächsten 2 Jahren zeigen werden. Natürlich, Triple-Doubles braucht man jetzt nicht wöchentlich von ihm erwarten, das ist klar. Aber er wird, glaube ich, eine sehr solide Rolle spielen. Nächste Frage, was haltet ihr von den Kandidaten beim Dunk-Contest mit einem, ja, was ist das? Ein skeptischer Smiley, so ein Smiley mit Bindestrich. Ich glaube, der Fragensteller ist selbst nicht so begeistert von dem Lineup. Ja, mein Gott, sind Rookies und Sophomores, sehen da wahrscheinlich eine Chance drin, sich einen Namen zu machen. Der Dunk-Contest wird auf TNT übertragen, das heißt, man ist im nationalen Fernsehen gerade so ein Giannis Antetokounmpo oder ein Victor Oladipo. Auch in Zach LaVine im Grunde alle, bis auf vielleicht Mason Plumlee, weil er halt in einem großen Markt spielt, sind das halt nicht so gewohnt, dass man sie halt sehen kann in einer nationalen Live-Übertragung und deswegen freuen die sich da, glaube ich, auch drauf, deswegen werden die auch sich bestimmt was einfallen lassen, nur klingt das natürlich, also wir warten ja immer noch im Grunde darauf, dass LeBron irgendwann mal bei einem Dunk-Contest mitmacht. Wobei ich glaube, das wird nichts mehr. Und rein vom Line-Up ist das natürlich schlechter als letztes Jahr. Nur viel schlimmer als der Dunk-Contest im letzten Jahr. Trotz Paul George, trotz John Wall kann es ja fast gar nicht mehr sein. Also
Ich glaube, Levine könnte den Contest dieses Jahr retten und mal gucken, was sich so die anderen einfallen lassen. Ja, mich haut ein Dunk-Contest eh nicht mehr um, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich jetzt auch eine kleine Spaßbremse, aber ja, ist halt irgendwie immer dasselbe. Sorry, also selbst Blake, der ist ja nicht wirklich richtig über ein Auto gesprungen, er ist ja irgendwie über die Autohaube gesprungen und war im Grunde noch auf der. Seine Füße waren noch auf Höhe der Autohaube, als er gedankt hat. Ich weiß nicht, also es war cool, es war irgendwie was Neues, aber ich weiß nicht, was da noch Neues kommen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, Plumlee hat auch so Sachen, so dass er mal drei Bälle gedankt hat. Auf dem College, glaube ich, war das mal. Muss man mal sehen. Ich bin so verwöhnt, habe ich ja eingangs schon mal gesagt, von diesen Dunk-Contest zu Anfang der 2000er mit Vince Carter und auch nö. ja, da würde ich euch auch einfach mal empfehlen, dass ihr da nochmal die alten Tapes auspackt, weil das war schon ziemlich genial, was der Typ da gezeigt hat. Oder noch früher, Dominique Wilkins, Michael Jordan, kann man sich auch noch gut angucken. Auch noch im Jahr 2015. Oh, jetzt interessante Frage. Ich glaube, basierend auf einem Grantland-Artikel, den ich noch nicht gelesen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen. Was haltet ihr von der Idee, nur noch die 16 besten Teams in die Playoffs einziehen zu lassen, unabhängig von West und Ost? Also im Grunde, weg mit den Conferences, aus dem heutigen Osten wären dann wahrscheinlich so drei, vier Teams dabei, aus dem Westen dann die besten 12 oder so. Weiß ich nicht, wie es aktuell sich darstellen würde. Ja, ist natürlich immer eine Sache, die als Basketballromantiker oder als Mensch mit dem Hauch eines Gerechtigkeitssinnes durchaus wünschenswert, ganz klar, weil ich möchte eigentlich nicht nochmal sehen, dass oder ich möchte generell in dieser Saison nicht sehen, dass die Nets zum Beispiel mit einer Siegesquote von 40, 42%, wenn überhaupt, es in die Playoffs schaffen, aber Phoenix OKC zu Hause bleiben muss, weil man ein paar Kilometer zu weit im Westen liegt, was ja, das ist eigentlich völlig Banane, aber gut, die Conferences gibt es und das ist halt auch, es ist halt in Amerika so, warum auch immer, das zieht sich durch alle Sportarten, ich weiß nicht, ob das für die einfach dazugehört. In der NFL ist es ja zum Beispiel noch nicht mal geografisch abhängig, sondern da gibt es ja einfach die NFC und die AFC. Und die beiden New Yorker Teams zum Beispiel spielen in einer komplett anderen Conference oder nee, doch Conference und könnten theoretisch im Super Bowl aufeinandertreffen. Weiß ich auch. Also, sonderlich toll finde ich das jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da kommen wir zum Punkt. So ein New York gegen New York. Super Bowl wäre eine Sache, die sich sehr, sehr, sehr gut vermarkten lassen würde. Und natürlich hat die NFL auch immer mal wieder oder läuft natürlich Gefahr, dass man Super Bowl nicht so attraktiv laufen würde. Aber andererseits ist halt das größte Sportevent der Welt und wird eh geguckt. Also die müssen sich da keine Sorgen machen. Deswegen, bei denen würde ich eigentlich sofort sagen, mach das. Aber gut, in der NBA ist es ein Problem, definitiv. Nur, ich glaube einfach nicht, dass wir das jemals erleben werden, dass der Westen und der Osten getrennt wird, weil die NBA sich meiner Meinung nach zu sehr davor in die Hose machen würde. Mit ihrem dicken TV-Vertrag würden die sich jetzt, glaube ich, zu sehr oder setzen sie sich zu sehr selbst unter Druck, dass man in den Finals Quoten liefern muss. So, und Worst-Case-Szenario wäre jetzt, was ist ein kleiner Markt im Osten? Milwaukee. Gegen so Memphis wäre natürlich auch denkbar, dass so etwas passiert. Aber die NBA möchte halt, glaube ich, immer das, was wir auch letztes Jahr im Eishockey gesehen haben, immer das Potenzial auf New York versus LA, Boston gegen LA von mir aus oder Boston gegen die Warriors etc. Also wenn man wirklich auf beiden Seiten des Landes einen dicken Markt hat, die in den Finals gegeneinander antreten können, wo man direkt dann diese ganzen Fans, die sich
über das Land verteilen von diesen Teams, dass man die halt vor die TV-Geräte ziehen will. Weil einige Fans gucken anscheinend nur die Spiele von ihren Teams, was ich jetzt als Basketballbegeisterter Europäer nicht so ganz verstehen kann. Ich stelle mir auch nachts den Wecker für, also nicht letztes Jahr Thunder Grizzlies, was wahrscheinlich bei den TV-Ratings in Amerika nicht so wirklich gut angekommen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube einfach, dass es eine romantische Vorstellung ist, dass es für mich auch eine gerechte Vorstellung oder eine gerechte Idee und eine tolle Idee ist, aber ich glaube einfach aus wirtschaftlichen Gründen, ich meine, klar kann es auch ohne Conferences dieses Finale New York gegen LA geben, das ist ja keine Frage, aber ich glaube, wenn man wirklich zwei Teams aus dem mittleren Westen, und ich sage jetzt mal so eine Paarung wie OKC ist ja nicht unrealistisch, ja, und bleibe ich mal bei Memphis, dann hat man halt auch das Problem, dass da die Zeitverschiebung ein Problem darstellen wird, weil entweder pfeift man es spät an, so dass es an der Westküste dann zu einer vernünftigen Zeit zu gucken wäre, dann wäre es aber in New York, im größten Markt, wäre es dann vielleicht 9 oder 10 und dann ist man vor 12 nicht im Bett. Das sind einfach so die Sachen. So hat man ein schönes Gleichgewicht, kann immer sagen, ey, wir fangen mal eine Stunde früher an oder zwei, dann haben wir ein Auswärtsspiel bei euch, dann fangen wir da mal ein bisschen später an, gucken wir, dass wir das irgendwie so hinkriegen, dass es wirklich jeder gucken kann. Ich glaube, das sind so die einzige Sache, die da im Wege steht. Also es ist einfach Business. Und ich hoffe, das hat jetzt auch Sinn gemacht, so, weil wenn ich mir jetzt mal die Karte von Amerika angucke, wir haben ja bis Milwaukee haben wir ja Osten im Grunde. Und das ist ja ein Drittel des Landes. Und alles, boah, also im Osten tummeln sich schon eine ganze Menge Franchises auf engstem Raum und da hat man natürlich potenzielle Fans und Zuschauer, die dann vielleicht wegfallen könnten, sag ich jetzt mal. Ich glaube, das ist die Idee, die dahinter steht. Aber ist genug geschwafelt. Wie findet ihr Rondo bei den Mavs und ist er bisher wirklich eine echte Verstärkung? Ich habe tatsächlich diese Woche so ein paar Sachen dazu gelesen, nee, gesehen. Ein Video habe ich gesehen von Tom Harris-Drow von ESPN. Der hat jetzt nochmal die O-Ratings verglichen. Das Dallas ja am Anfang der Saison, das haben wir ja, glaube ich, alle mitbekommen, auf Kurs einer historisch guten Offensiveffizienz gewesen ist. Die ist jetzt durch die Ankunft von Rondo, jetzt werden natürlich viele sagen, das kann doch gar nicht, aber ist wirklich nicht enorm runtergegangen, aber ich glaube um sieben Punkte auf 100 Ballbesitz. So, das ist ein Unterschied, definitiv. Also es ist auch ein großer Unterschied. Und das sind jetzt 20 Spiele, wenn mich nicht alles täuscht, die Rondo, oder 21, die Rondo für die Mavericks gespielt hat. Defensive ist verbessert, wenn er auf dem Feld steht, auf jeden Fall. Ich glaube auch Rebounding dürfte verbessert sein. Und das ist ja so die Hauptsache, die man sich von Rondo auch ein bisschen erhofft hat. Nur all diese Fragen mal weg, oder all diese Metriken und Statistiken und was auch immer mal weg. Am Ende des Tages haben die Mavs von den 20 oder 21 Spielen mit Rondo knapp die Hälfte gewonnen. Ich glaube 11 von 20, 9 verloren, irgendwie sowas. Und das ist nicht gut. Und das ist auch das Einzige, was im Westen zählt. So, natürlich ist ein schönes Net-Rating oder ein schönes O-Rating oder was auch immer für eine Metrik man anwenden will. Sieht schön aus. Auf jeden Fall. Aber am Ende muss der Teamerfolg halt da sein. Und ich habe immer gesagt, Rondo ist ein extrem guter Rollenspieler, ein extrem guter Passer, Playmaker, Rebounder, der aber in der Offensive nicht wirklich selbst der Aktive sein soll, wenn ich das mal so sagen soll. Er soll wirklich für seine Mitspieler zusehen, dass er da ein bisschen kreiert, wobei das ja auch mit dem fehlenden Wurf nicht immer einfach ist. Und wie gesagt, ich finde, das ist jetzt noch ein bisschen zu früh, um das Experiment für gescheitert oder für einen Erfolg zu erklären, aber ich bin besorgt, weil ich glaube,
das, was sich viele erwartet hatten, so dieser vierte oder dieser dritte Star, All-Star, Kaliber, Spieler, Champion, auf der Point Guard Position, die ja immer so als Schwachstelle bei den Mavs gegolten ist. Ja. Gut. Mit Jamir Nelson war man erfolgreicher, sagen wir es mal so. Und von daher abwarten, Tee trinken auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, wo Rondo hilft, weil der Defensive hilft Rondo durchaus. Also der hat einen positiven Einfluss. Am Ende des Tages ist es aber alles völlig egal, wenn du die Spiele nicht gewinnst. 3 Euro ins Phasenschwein. 15. Oh nee. Ich möchte dich wieder haten. Kobis Ausfall, Fluch oder Segen? Die Lakers sind in dieser Saison besser, wenn Kobe nicht spielt. Oder wenn Kobe nicht auf dem Parkett steht. Oder stand. Das waren seine On- und Off-Splits. Konnte man das ablesen. Natürlich hat er jetzt auch Kobe Bryant ist Kobe Bryant, okay? Also ich meine, klar, der kann scoren. Der hat einen Career-High 17 Assists aufgelegt und so. Ist alles gut und schön. Bombe, super. Einen des Tages verstehe ich aber dann auch nicht, dass man Kobe die Möglichkeiten eingeräumt hat, die er letztendlich hatte. Also das war so ein junges Team und mein Gott, vielleicht hatte man so einen Stil mit Ed Davis oder ich weiß auch nicht, dass man Hill wirklich so als richtig guten Starter in der NBA etablieren kann etc. Dass man einfach für diese Leute, oh gut, Carlos Boozer ist wieder ein Thema, wovon ich gar nicht erst anfangen will, aber dass man so auf diese Leute auch mal guckt, dass man da vielleicht sagt, ey Kobe, bevor du zwei Midrange-Jumper mit einem Verteidiger auf dem Fuß nimmst, pass den Ball. So. Ne, dass man da nicht einfach gesagt hat, ey, jetzt hör auf zu ballern, du triffst nur, weiß ich nicht, 37% und brauchst für deine 23 Punkte so und so viel Würfe. Also das war durchaus ein Problem, das ich gesehen habe, dass ich die Lakers ja auch die müssen ja im Grunde jetzt auch mit wenig arbeiten, so weil Kobe steht auch im nächsten Jahr noch in den Büchern. Ein Top Free Agent werden sie wohl nicht bekommen und jetzt geht's einfach darum, dass man vielleicht mal Glück hat mit einem Talent. Mit einem jungen Spieler, dass der aber auch Möglichkeiten braucht. So dieser Hassan Whiteside-Sache. So, da ist irgendwo ein Loch. Und im Grunde sind die ganzen Los Angeles Lakers im Moment ein Loch. Dass man da nicht einfach ansetzt. Gut, wie gesagt, Kobe ist jetzt halt raus, deswegen brauche ich jetzt nicht weiter auf Kobe rumzureiten, weil es ja auch, ich hoffe, wir werden ihn nochmal sehen, weil auch in diesem Jahr habe ich ein paar Mal Sachen von ihm gesehen, die mich ganz positiv gestimmt haben. Oder manchmal konnte ich mir ihn sehr gut angucken, sagen wir es mal so. Und ja, ich finde es jetzt letztendlich nicht allzu traurig, dass er verletzt ist. Einfach nur um den jungen Spielern bei den Lakers willen. Weil hat man jetzt halt auch noch Spieler rumtouren, weiß ich jetzt nicht, Jeremy Lin, gut, der wird jetzt eh ein Free Agent, aber wie ich eben gesagt habe, so ein Ed Davis, Miles Wayne Ellington, Jordan Clarkson, Ryan Kelly, Tarik Black, Henry, so, ein Henry, glaube ich, der ist heraus, aber Wesley Johnson, Jordan Hill, habe ich auch gesagt. Das sind ja irgendwie schon so Spieler, das sind so Borderline-Starter, Rollenspieler, was auch immer, aber vielleicht hat man ja Glück und einer davon, bei dem passiert irgendwas und so. Das, ich finde das jetzt einfach gut, ich beobachte das jetzt und keine Ahnung, vielleicht macht Swaggy jetzt auch den Laden dicht, weil wenn er auf dem Platz steht, dann nimmt er ja auch mal ganz gerne den einen oder anderen komischen Wurf. Besser von der Dreierlinie als aus dem Feld. Das ist Wahnsinn manchmal. Aber gut, weg von den Lakers. Mhm. Für die Tanking-Bemühungen der Lakers könnte das wohl eher noch, by the way, so ein, vielleicht ein Fluch sein, weil vielleicht klickt es jetzt wirklich mal im Team oder bei
eine Einzelperson. Und ja gut, die Lakers haben gegen die Bulls jetzt vor 2 Tagen gewonnen. Nee, gestern. Gestern. Gestern gewonnen und von daher aufpassen. Für die Tanking-Bemühungen nicht gut. Nächste Frage. Welche Teams der Liga haben laut eurer Meinung das kaputteste Management? Oh, da bin ich ja nah dran. Nets, definitiv. Einen der schlechtesten GMs der Liga, der wahrscheinlich auch noch Druck von Leuten bekommen hat, die vom Basketball nicht viel verstehen. Das ist eine ganz, ganz schlechte Kombination. Und ähnlich schlechte Kombination findet man auch bei den Sacramento Kings. Ja. Vivek Ranadive bestimmt im Grunde im Alleingang, welchen Spieler er picken will. So wurde es zumindest dokumentiert. Ist ja auch bei YouTube für jeden einsehbar. Und ja, das sind so die beiden Teams, die mir also als erstes angefallen sind. Ich weiß nicht, hat einer Alternativvorschläge, na gut, Lakers kann man jetzt natürlich auch nennen, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Kobe, dass man da vielleicht einen Fehler gemacht hat, aber ich glaube, das ist nicht wirklich kaputt. Und ich glaube, die Nets sind wirklich von oben bis unten kaputt. So. Also, da muss sich schnell was im Front Office tun, weil ja, und bei den Kings, ich glaube, D'Alessandro ist auch eher so einer, der diesen analytischen Background hat und das kann natürlich gut gehen, muss aber auch nicht, weil in dem Fall von der Kings sieht man ja, wie weit sie gekommen sind bisher. Mit diesem Duo Ranadive und D'Alessandro. Man hat einen Coach verjagt, weil der Coach andere Ansichten hat als das Management. Der Coach hat mit dem Team, das er da hatte, gewonnen. Und das Management gewinnt mit neuem Coach und dem von ihnen zusammengestellten Team halt wenig. Und ja, das ist bitter und sollte nicht unbedingt für das Front Office sprechen. Eine historische Frage. Wieso sind immer nur Namen wie Kobe, MJ oder LeBron im Gespräch, wenn es um den Titel als besten Basketballspieler aller Zeiten geht? Aber jemand wie Kareem oder Bill Russell werden nie erwähnt. Mal davon abgesehen, dass ich das für mich auch Jordan ohne Wenn und Aber der größte Basketballer aller Zeiten ist. Gehe ich jetzt mal auf die beiden Namen ein, weil ich bin Baujahr 88, das heißt, Bill Russell ist schwierig für mich zu beurteilen. Kareem da schon eher. Und bei Bill Russell war einfach, glaube ich, das Problem, dass er auch ähnlich bei Will Chamberlain, ich meine auch, die haben miteinander eine Zeit lang in der Liga gespielt, dass die beiden nicht ohne Grund so dominant waren. Also Bill Russell natürlich als Defensivgenie, als Franchise-Anker, wenn man so will, der Boston Celtics, die mit denen er 11, glaube ich, 11 Titel gewonnen hat. Und Wilt einfach als jemand, der ja scoren konnte, wie er will. Die Größe. So in der zu der Zeit war es, glaube ich, so, dass es eine Handvoll Leute gab, die halt von den physischen Voraussetzungen mit Bill Russell, Will Chamberlain mithalten konnten. Ich glaube, das trübt dann jetzt immer so die Sache, die Bill Russell im Weg steht, aber für viele, muss man ja einfach so sagen, ist er einer oder der beste Basketballer aller Zeiten, weil die ältere Generation, die mit ihm vielleicht aufgewachsen ist und ja, für die Jordan vielleicht ein bisschen zu New School gewesen ist, die argumentieren, ey, 11 Ringe, Defensivmonster, bester Spieler seiner Ära, vielleicht, wenn man es so sehen will. Ich kenne mich da zu wenig aus. In den 60ern, 70ern, wann hat er überhaupt gespielt? Müsste 60er, 70er gewesen sein. Also von daher, da bin ich ehrlich gesagt raus, weil das muss dann jeder für sich irgendwie selbst beurteilen. Bei Kareem ist es ja schon irgendwie was anderes, weil bei Kareem gab es ja auch im Grunde Konkurrenz, auch auf den größeren Positionen. Man hat ja auch dann zu seiner Zeit diese Sache mit Boston am Laufen, diese Rivalität. Und ja, da war, glaube ich, ein bisschen mehr Talent schon in der Liga. Er selbst
war ja auch vorher in Milwaukee und hat meines Wissens da auch noch mit Oscar Robertson zusammengespielt. Und da auch einen Titel gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob er da schon im Team war, aber auf jeden Fall, Kareem ist einfach für mich jemand, der ist einer der besten Basketballspieler aller Zeiten. Punkt. Anfang der 90er meine ich mich jedoch ja, nicht erinnern zu können, aber ich meine es mal so mitbekommen zu haben in Dokumentationen, in Schriftstücken, dass es halt immer hieß Magic Johnson, Magic Johnson, Magic Johnson, ab 92 dann Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan. Kareem ist da so ein bisschen rausgefallen, weil das Problem für Kareem war dann auch noch, dass er mit Magic Johnson natürlich zusammen bei den Lakers gespielt hat. Und Magic hat als erstes seine Statue da vor Staples Center bekommen. Kareem steht da, glaube ich, seit 2 oder 3 Jahren. Und das zeigt ja im Grunde auch schon so den, wie soll ich sagen, diesen Wert oder die Wertschätzung nach außen. Ich finde, Kareem ist ich gucke mir total gerne Showtime Lakers Spiele an, wenn es gerade auch in der Offseason, wenn es mal irgendwo läuft, auf NBA TV. Heftig. Also Kareem kommt tatsächlich für mich ein bisschen zu kurz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt schon. Tja, warum jetzt über Kobe? Über Kobe sollte man nicht als besten Basketballer aller Zeiten reden, weil nee. Ich sag nur Shaquille O'Neal so. Also der war meiner Meinung nach der Hauptverantwortliche für die ersten Titel bei den Lakers und selbst danach hatte Kobe ja auch immer noch Hilfe. Ich will nicht sagen, dass Jordan nie Hilfe hatte, aber Jordan war immer in seinen Championship-Teams der Mann. Kobe halt nicht, meiner Meinung nach. Ja, und LeBron, ja. Ich finde, LeBron gehört definitiv auch in die Spitze. Ich will mich da jetzt nicht festnageln lassen, wohin genau. Aber wahrscheinlich hinter Kareem, wenn man so einen Flügel Schrägstrich Power Point Forward, was auch immer, mit einem klassischen Low Post Center vergleichen möchte, dann soll man das tun. Ich halte das für ein bisschen absurd. Was haltet ihr von dem Gerücht, dass KD in den Big Apple wechseln will? Und wie sollte das funktionieren? Würden Anthony und Durant sich nicht mega auf den Füßen stehen? Zwei der 5 besten Scorer der Liga in einem Team. Ich sage euch eins, KD wird wann? 2016 Free Agent. Ich habe jetzt schon die Schnauze voll, was Gerüchte angeht. Mal sind DC. Hier, weiß ich nicht, Under Armour sagt hier, KD unterschreibt den und den fetten Vertrag. Under Armour hat den Firmensitz in Maryland direkt um die Ecke. Da denkt man dann schon wieder, oh, wenn KD bei UA unterschreibt, so dann, oh krass, geht ja auf jeden Fall zu den Wizards, weil liegt ja nah. Dann hieß es, der unterschreibt bei Jay-Z, oh verdammt, jetzt geht er auf jeden Fall zu den Nets, weil Jay-Z regelt das schon und jetzt spielen die Thunder in Madison Square Garden. KD war verletzt, hatte wahrscheinlich ein bisschen Langeweile. Ich weiß gar nicht, hat er mit irgendeinem Journalisten darüber geredet? So, ich lese sowas, ehrlich gesagt, auch nicht mehr, weil das nervt mich einfach. Also, ja, wenn er es will, soll er machen. So, ich glaube, ich hätte auch keinen Bock, die ganze Karriere in Oklahoma zu spielen. No hate, aber ich glaube, es gibt halt attraktivere Orte, obwohl ich noch nie in Oklahoma war. Oder in Oklahoma City. So soll er machen, dann soll er aber auch machen und jetzt nicht schon 2 Jahre im Vorfeld da irgendwie Kohle in den Ofen schippen. So, das nervt einfach tierisch, so weil das ist so das gefundene Fressen für all diese hirnlosen Reporter, die richtig Kohle machen mit nix. So. Ich verfasse mal kurz ein Gerücht über eine halbe Seite und verkaufe das dann als große Story. So, das geht mir voll auf den Keks. Und mal davon abgesehen, Anthony und Durant haben sich bestimmt. Jetzt kann ich mich schwer daran erinnern, haben sich bestimmt jetzt bei Olympia 1, 2 Minuten mal auf dem Basketballplatz geteilt. Aber ich glaube nicht, dass es das Problem wird. Ganz ehrlich, KD ist so ein smarter Typ. KD kann vor allen Dingen auch in diese Rolle des in diese LeBron-Rolle möchte ich jetzt schon fast sagen, so als großer Spieler ein bisschen für andere kreieren, andere freispielen. Und mein Gott. KD ist ein super Shooter. Melo kann auch shooten. Melo kann vor allen Dingen jetzt auch in Post gehen, vielleicht, wenn er jetzt auch mal wieder 5 Kilo zunimmt, so, weil ich
habe letztens auch ein Spiel gesehen, wo er mir wieder super gefallen hat, so bei diesen Post-ups und ja, ich glaube, das könnte funktionieren, aber boah, diese Gerüchte, die, wie gesagt, es hat noch gar nicht richtig angefangen und es nervt schon. Also von daher, so sorry, wenn ich da so ein bisschen anti bin. Marcel Schnick Schabatzky. Ich hoffe, das ist dein richtiger Name, weil das wäre extrem cool. Was sagt ihr dazu, dass Duncan den Vorzug vor Cousins Howard fürs All-Star-Game erhält? Seid ihr allgemein zufrieden mit der Wahl der Reservisten? Nö, bin ich nicht. Jimmy ist eine Legende. So, ich gönne ihm das. So, das ist auch so eine Nominierung. Mal davon abgesehen, dass er beim sechstbesten Team im Westen spielt und dieses Jahr auch im Optimalfall einen All-Star stellen sollte, spielt er auch einfach eine recht gute Saison. So, muss man einfach sagen. Auch noch in dem Alter, dann auch noch, hat er nicht viele Spiele verpasst, soweit ich weiß. Aber im Westen gibt es natürlich heftige von diesen sogenannten Snubs, also von den Leuten, die es halt verdient hätten und nicht dabei sind. Das ist natürlich für mich als absoluter Boogie-Fan, so DeMarcus Cousins, so seit dieser Saison. Ich verstehe es nicht. Also so bei Boogie verstehe ich es halt echt nicht, weil kam in die Saison, hat gesagt, ich möchte ein bisschen mehr Defense spielen, so ich möchte meinem Team mehr helfen, ich möchte nicht mehr diese ganzen Technicals ansammeln und so. Ich möchte nur noch 5 Technicals generell in der Saison haben. So was passiert, die Kings kommen super aus der Sommerpause, gewinnen. Boogie spielt absolut krass, zeigt Verbesserungen in der Defensive. Boogie holt sich eine Meningitis oder fängt sich eine Meningitis an. Ich weiß nicht, wie der korrekte Terminus dafür ist. Die Kings feuern Mike Malone, holen sich den grandiosen Ty Corbin und verlieren Spiel um Spiel um Spiel. So, ich finde bei den Kings, und ich bin auch immer so vorsichtig bei diesem Good Numbers on a Bad Team Gedanken, deswegen habe ich mich auch schwer getan, für Vucevic beispielsweise im Osten zu voten, aber ich finde, DeMarcus Cousins hat in dieser Saison wirklich wenig gemacht, was man ihm vorhalten kann. Punkt. Damian Lillard. Man soll sich die Stats von Damian Lillard angucken. Man soll gucken, wie viel Siege sein Team angesammelt hat. Man kann sich auch gerne die Nummern von einem Zach Randolph, einem Mike Conley angucken und gucken, wie viel die ihrem Team gegeben haben. Wie gesagt, mit Timmy bin ich cool. Das Einzige, womit ich überhaupt nicht cool bin, ist, dass man KD und Russell Westbrook reingewählt hat. KD, obwohl ich für ihn gewotet habe, hat nicht mal 50% der Spiele für die Thunder absolviert. Russell ist natürlich für ein All-Star-Spiel mehr oder weniger perfekt als Athlet, klar. Ich finde aber, es gibt, und das sage ich mit allem Respekt, so bis auf diese Sachen, die auf den ersten Blick wirklich ersichtlich sind, okay, krass, der legt heftig viele Punkte auf und reboundet und spielt auch mal einen Assist, finde ich, es gibt echt wenig so was oder echt wenig Metriken so, wo Russell wirklich so krass in der Spitze ist. Ich hätte mich mehr aufgeregt, ganz klar, wenn Damian Lillard und Russell Westbrook dabei gewesen wären, dafür aber Chris Paul raus, so wie es da von einigen vorgeschlagen geworden ist. Das fände ich richtig ätzend, weil Chris Paul ist nach wie vor für mich, habe ich letzte Woche schon gesagt, was er für mich ist. Und ja, deswegen, also dass irgendeiner, der es verdient hat, im Westen, gerade im Westen zu Hause bleiben muss, für mich verständlich. Ich hätte auch nicht Dwayne Wade und Chris Bosh reingewählt. Da fehlt mir auch die Verhältnismäßigkeit, das habe ich mit dem Timo letzte Woche schon diskutiert. Da weiß ich nicht, ob es da nicht vielleicht dann doch irgendwie ein Brandon Wright mehr verdient hätte als ein Dwayne Wade, aber mit dem Osten bin ich eigentlich relativ einverstanden, nur, ah ja, Westen. Da wird jetzt halt noch einer nachnominiert. Ich vermute, es wird Damian Lillard. Aber wie kann man Boogie da nicht reinwählen? Also, sorry, verstehe ich nicht. Was kann er für die Misere der Kings? Jetzt mal ganz im Ernst. So. Er hatte eine verfluchte Hirnhautentzündung, dann sind die abgekackt auf gut Deutsch, haben ihren Coach entlassen, der
wahrscheinlich Hauptverantwortlicher war für den guten Saisonstart. Ja, super. Und jetzt düppelt man wieder im Niemandsland rum und kriegt wieder den 8. Pick und dann heißt es wieder, ja, Alex Stauskas. We like shooting. Spinner, echt. Also die Grizzly, die Kings sind für mich richtige Spinner, muss ich an dieser Stelle einfach mal so sagen. So, da habe ich auch keinen. Oh, ich wünschte, die würden Ben McLemore und DeMarcus Cousins sofort traden und die einen vernünftigen, in eine vernünftige Umwelt reinbringen, wo man gewinnt und wo man trotzdem noch die Leistung auflegen kann oder Bälle kriegen kann als Franchise-Player, halt gerade jetzt Boogie und ach komm. Ich habe ja eben schon mal gesagt, was bei den Kings eigentlich alles glatt läuft. Von daher brauche ich mich jetzt schon wieder aufzuregen. Das mache ich dann vielleicht nächste Woche wieder mit dem Timo. Mit dem geht das irgendwie einfacher. Vorletzte Frage, auch wieder von Marcel. Wer schnappt sich Platz 8 im Osten? Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, die Pistons sind mehr oder weniger raus. Also ich bin ja kein Brandon Jennings-Fan, aber ich glaube... Brandon Jennings, der war schon jetzt gut, so auch bei diesem Run. Und oh, ich sehe gerade, der Marcus Cousins wird für Kobe Bryant ins All-Star-Game nachrücken. Okay. Super. Da rege ich mich auf. Und dann, ja gut, Boogie ist dabei, Damian Lillard aber dafür nicht. Da kann man jetzt genauso wieder ein Fass aufmachen, aber gut. Wo war ich? Brandon Jennings. Ja, der gute Brandon war natürlich jetzt gut während des Runs. Die Säulen der Pistons sind halt wortwörtlich im Frontcourt und die werden auch, glaube ich, weiterhin Leistung bringen, aber ich weiß nicht, ob sie nochmal etwas Vergleichbares schaffen können. Ich glaube, sie haben jetzt auch wieder 3 hintereinander verloren, unter anderem gegen Philly mit einer 69-Punkte-Performance, wenn mich hier alles täuscht. Also da war schon wieder hart und da müssen wir mal gucken. Letztendlich glaube ich, dann machen es die Nets oder die Hornets. Bei den Nets kommt es, glaube ich, sehr, sehr, sehr krass darauf an, wann und ob Deron Williams zurückkommt. Welcher Trade letztendlich eingestellt wird, weil ich glaube, da wird definitiv etwas passieren. Da muss man halt gucken, wie das Team nach dem Trade dann funktionieren würde. Und bei den Hornets ist es ja nicht anders. Hornets, Lance Stevenson. Ich glaube nicht, dass Lance Stevenson im März noch für die Hornets spielen wird, so leid es mir auch tut. Vielleicht traden die beiden Teams ja auch noch untereinander, das wäre auch mal interessant zu sehen, glaube ich, weil sie ja direkte Konkurrenten sind. Ach, das wird schwierig. Das Problem ist halt auch jetzt mit Kemba Walker, der 6 bis 8 Wochen fehlt. Al Jefferson kommt gerade erst wieder von einer Verletzung zurück. Ich tue mich da ganz schwer. Ich lasse jetzt mal einfach meine Fanbrille auf und sage, irgendwie schaffen es die Nets, den Platz 8 im Osten zu bekommen. Punkt. Ja, letzte Frage, die nichts mehr mit der NBA zu tun hat. Und mir war irgendwie auch klar, dass diese Frage kommt. Aber ja klar, warum nicht? Super Bowl. Wie sind eure Tipps? Ist ja folgendermaßen, ich bin ja ein New York Jets Fan, Timo ist ein 49ers Fan und unsere beiden Kontrahenten oder Rivalen, kann man so sagen, treffen sich jetzt halt am 1.2. in Glendale und ich kann sowohl mit meiner New York Jets Fanbrille als auch objektiv nicht mit den Patriots gehen. Ich glaube, die Seahawks holen sich den Titel zum 2. Mal in Folge, dann würde auch einer meiner Lieblings-Quarterbacks Geschichte schreiben mit, sag ich nicht lügen, 2 Super Bowls in den ersten 3 Jahren. Das hat, glaube ich, noch nie einer zuvor geschafft und das würde ich gerne sehen und ja, ansonsten ich gebe es mir auf jeden Fall. Das eigentliche Highlight der Nacht wird auf jeden Fall Katy Perry in der Halbzeit, also da freue ich mich extrem drauf und ja, Cookies kaufen, Fried Chicken kaufen und das Spiel genießen. Mir ist eigentlich völlig egal, wer da gewinnt. Tom Brady würde ich sogar auch gönnen, auch wenn ich das als Jets-Fan wahrscheinlich nicht sagen. Gut, dann war's das. War eine Menge Fragen auf jeden Fall und ich trinke jetzt auch erstmal einen Schluck und hab danach auch nichts mehr mit Basketball für heute zu tun. Was gibt's Neues? Also am Sonntag gibt's auf jeden Fall wieder den dritten Teil von NBA Weekly News. Ansonsten kann ich sagen, dass das jetzt
Diese Woche gibt es jetzt nochmal, also das war jetzt der Fragen-Podcast für Februar schon. Der nächste Fragen-Podcast, der kommt dann, kann ich euch genau sagen, am 28. Februar kommt er raus. Und vom 1.3. bis 17.3. wird sowohl auf dem Blog als auch podcast-technisch nicht wirklich was gehen. So, da ist der Blog jetzt einfach mal im Urlaub und der Podcast auch. Was schriftlich kommt, weiß ich nicht. So, Uni ist im Moment die Hölle. Von daher gucke ich mal, wenn Trades passieren, wisst ihr ja, da kommt immer was. Ansonsten könnt ihr euch auf irgendwann mal in näherer Zukunft auf Greg Monroe, Andre Drummond, Frontcourt, Detroit, Free Agency von Monroe etc. so etwas einstellen. Das habe ich in Planung. Und ansonsten, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche, dann hoffentlich wieder mit Timo. Macht's gut. You know what's clutch?